Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder einige neue Informationen rund um GTA Online für euch. Fangen wir aber zunächst einmal damit an, dass wir wieder Schnee haben in GTA Online. Der Schnee liegt bereits seit heute Morgen wieder in GTA Online und bleibt noch bis Montagmorgen liegen. Also nutzt eure letzte Chance aus, um im Schnee zu spielen, denn wir werden den Schnee erst nächstes Jahr an Weihnachten wieder zurück in GTA Online bekommen. Außerdem bekommen wir heute und morgen wieder ein Geschenk für das Einlocken von Rockstar Games geschenkt, und zwar das Feuerwerksabschussgerät mit 10 Schuss und ein zufällig ausgewähltes Special T-Shirt. Insgesamt gibt es 45 verschiedene Special T-Shirts und jeder bekommt halt eines zufällig davon, wenn er sich dann halt einmal in GTA Online einloggt. Das Geschenk wird im Übrigen auch morgen noch einmal in GTA Online da sein. Das heißt, wenn wir uns heute und morgen jeweils einmal in GTA Online einloggen, bekommen wir insgesamt 2 neue Special T-Shirts. Außerdem wollte ich euch noch kurz darauf aufmerksam machen, dass der aktuelle Money Glitch, den ich an Weihnachten für euch hochgeladen habe, immer noch funktioniert. Rockstar Games hat zwar versucht, den ganzen Glitch zu patchen, aber so wie wir alle ja Rockstar Games kennen, haben sie ja mal wieder total verkackt und der ganze Glitch funktioniert immer noch. Jedenfalls war es immer so, dass wir ja die Hilfe von einem Freund bei diesem Glitch gebraucht haben und dieser Freund war in unserem Auto in der Garage gefroren, im Auto drinne. Allerdings, seitdem Rockstar Games das Ganze versucht hat zu patchen, wird unser Freund aus dem Auto rausgeworfen und steht jetzt neben dem Auto gefroren, was im Großen und Ganzen aber auch keine Rolle spielt, denn solange unser Freund neben dem Auto gefroren steht, funktioniert der ganze Glitch immer noch. Wenn ihr diesen Glitch jetzt noch nicht kennt, dann checkt doch mal meine Videobeschreibung ab, dort verlinke ich euch das Video zu diesem Money Glitch nochmal, und dann macht diesen Money Glitch, solange er noch geht, denn bei diesem Money Glitch bekommt ihr 1 Million Dollar pro Auto und ihr könnt die Autos alle ohne Wartezeit verkaufen. Aber nun gut, Leute, das waren auch schon alle neuen Informationen, die ich rund um GTA Online für euch hatte, und bin jetzt an dieser Stelle mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, lass mir auf jeden Fall ein Abo da, damit du in Zukunft keinen krassen Glitch in GTA Online mehr verpasst, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao!